herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist mal wieder soweit. Wir waren shoppen und zwar bei DM einen Großeinkauf vollziehen und anschließend waren wir noch bei Rossmann zwei, drei Sachen holen. Packe ich einfach jetzt hier in das Video mit rein. Ihr guckt das ja unheimlich gerne und deswegen schnatter ich nicht lange. Der Tisch ist voll. Heute sitze ich auch mal auf dem Stuhl, weil mit dem Bauch auf dem Boden, das funktioniert nicht mehr. Da schlafen mir die Beine ein. Lehnt euch zurück, holt euch, ganz very wichtig, ein Glas Wasser und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Los geht's. Der Hauptgrund für den DM-Besuch war natürlich die Wickelkommode. Wer unsere Family-Vlogs guckt, weiß ja, dass ich gerade so richtig im Nestbautrieb bin und alles vorbereite und alles hinpuscheln möchte. Und dazu gehören eben auch die Utensilien. Und deswegen habe ich mir unter anderem von Baby Love die Reinigungswattepads gekauft. Die bestehen aus 100% Baumwolle, sind jeweils 60 Stück drin. Die hatte ich schon bei Motte damals, weil ich es einfach total praktisch finde, zur täglichen sanften Reinigung von Kopf bis Fuß. Und dann, liebe Leute, ich kann es selber kaum fassen. Es ist momentan alles so greifbar, wisst ihr. So vor ein paar Monaten hat man gedacht, Mensch, das ist noch so lange hin. Und jetzt halte ich hier die ersten Windeln in der Hand. Und zwar Größe 0 habe ich einmal mitgenommen. Und aber auch schon einmal Größe 1 von Pampers. Wir benutzen ausschließlich Pampers, haben wir auch bei Motte gemacht, sind ultra zufrieden damit. Ich weiß noch, dass ich im Krankenhaus nach der Entbindung so ein Special-Paket bekommen habe. Deswegen habe ich jetzt nicht so viel gekauft. Das waren, keine Ahnung, 200 Stück für einen wirklich sehr, sehr guten Preis. Und deswegen warte ich diesmal ab, ob es das immer noch im Krankenhaus gibt, weil nachkaufen kann man ja immer noch. Dann habe ich Stilleinlagen gekauft und ich weiß, dass ich einige ausprobiert hatte bei Motte, die nicht wirklich alle funktioniert haben. Und Lansino war so die Marke, die ich am allerbesten fand. Aber diesmal möchte ich auch zusätzlich beziehungsweise hauptsächlich diese hier benutzen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich gucke mal, wo es noch welche gibt. Habe damit noch gar keine Erfahrung gemacht. Von Alana habe ich mir welche ausgesucht. Das sind Stilleinlagen zu 100% aus Baumwolle und die sind halt waschbar. Das heißt, ich kann sie immer wieder verwenden. Ist natürlich gerade, was die Umwelt angeht, praktischer als diese hier, aber ich möchte sie notfalls trotzdem behalten. Die haben jetzt gekostet 3,50 Euro. Zwei Stück sind drin. Ich muss, wie gesagt, mich noch ein bisschen umgucken oder vielleicht habt ihr ja Erfahrung mit wiederverwertbaren Stilleinlagen, dann lasst es mir gerne in den Kommentaren da. Und das fand ich auch super süß und hip. Die Verpackung alleine, ihr wisst es, ich bin so ein Verpackungsopfer. Aber das Teil ist neu. Und irgendwie, als wir im DM waren, ist egal, was ich in der Hand hatte, es war alles neu. Das sind trockene Tücher, ultra sensitiv, zur mildesten Reinigung auch im Windelbereich. Flauschig, weich und reißfest, auch im nassen Zustand, ohne Lotion und frei von Zusatzstoffen. Und das finde ich natürlich richtig praktisch. Denn das heißt, das habe ich dann auch auf der Kommode stehen, brauche es dann nur mal rausholen, wenn das andere nicht da ist oder auch für unterwegs. Finde ich einfach genial. Dann habe ich auch noch ein Produkt von HIP, weil ich damit total zufrieden bin und das auch schon immer für Motte verwende, ist das Pflegeöl Sensitive. Wobei man natürlich sagen muss, man benutzt nicht ab dem ersten Tag tausende von Öl oder so. Ich glaube, ich habe die ersten Wochen ausschließlich alles nur mit Wasser gemacht. Und wenn mal am Popo was gewesen ist, mit einem Tröpfchen Öl ins Wasser und dann auch ganz vorsichtig alles sauber gemacht. Also man braucht diesen ganzen Krimskrams, sag ich mal, gar nicht. Das muss jeder auch für sich selber wissen. Die einen machen es von Anfang an, die anderen eben nicht. Who cares? Jeder so, wie er es mag. Dann habe ich einmal die Penatencreme hier mitgenommen. Ist eigentlich auch schon von meiner Kindheit auf an immer im Haushalt. Und ich finde, sie funktioniert auch super, super gut. Da stand jetzt Ausverkauf dran. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie die Verpackung ändern oder ob das wirklich aus dem Sortiment rausgeht. Auf jeden Fall ist das eine schützende Creme. Wundschutz, Nässeschutz und Hautschutz. Und die funktioniert, egal was Motte jemals hatte, wenn es mal eine Stelle auf der Haut ist, irgendwie die Lippen eingerissen oder eben, wenn sie mal wund gewesen ist, auch bei uns Erwachsenen, egal was für kleine Wehwehchen es am Körper sind, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und hier habe ich eine riesen Buddel auch von Penaten und zwar ist das das Baby Bad Kamille, so mild wie pures Wasser zu den Augen. Und da sind drin, haltet euch fest, 750 Milliliter und wir haben 3 Packungen davon gekauft, denn auch hier stand dran Ausverkauf und ich fand den Preis einfach phänomenal. Ich glaube, das war statt 4 Euro für 1 Euro im Angebot und deswegen haben wir dazu geschlagen. Der Duft ist einfach phänomenal. Ich bin sowieso so ein Penaten-Freak, was den Duft angeht. Zweimal habe ich mitgenommen die Baby Dream, das ist jetzt die Rossmann-Marke, Öl-Lotionstücher, 80 Stück sind da drin mit Rosmarinextrakt und hochwertigen Pflanzenölen. Jetzt zur Zeit ist es gerade so, dass da so ein praktischer Deckel mit bei ist. Ich hoffe, die lassen das auch, weil die Tücher sonst immer austrocknen.
Hey, schick siehst du aus. Macht Oma mir das ganz alleine? Ich würde mal behaupten, das war perfektes Timing gerade mit Motte, denn die Kamera hat aufgehört aufzunehmen, abgesehen davon, dass sie sowieso irgendwie vollkommen im Arsch ist. Für mich sind die Öltücher von Baby Dreams am besten. Ich hatte auch die schon von Baby Love, aber die sind irgendwie so ein bisschen zu trocken. Ich finde, es kommt immer auf die perfekte Konsistenz an. Hier sind auch keine allergieverdächtigen Duftstoffe drin. Das ist ohne Farbstoffe, ohne Paraffinöl und so weiter und so fort. Und ich finde die einfach richtig toll. Und deswegen mussten die für den Fall der Fälle irgendwann auch wieder mit. Total unspektakulär, aber es ist ein Muss. Die Maxi-Pads von Ebelin sind für mich die weltbesten und halt auch täglich in Gebrauch. Mottilinchen, egal wo wir sind, Rossmann oder DM, ihre Badeschaumzusätze müssen immer mit. 4 Stück an der Zahl, einer ist schon in Gebrauch gewesen, deswegen habe ich hier noch 3. Einmal von Bübchen Kuschelbad und davon hatte sie auch noch eins mit einem Hai. Der war nämlich neu und der hat fantastisch gerochen. Dann einmal den Drachen, den liebt sie auch. Ich glaube, das ist Orange, wenn mich nicht alles irrt. Genau. Und zu guter Letzt Traumfahrer Farbzauberbad. Und das hat die Duftrichtung Lavendel. Ein neuer Zahnputzbecher für Motte musste her, weil der andere war einfach schon sowas von aufgebraucht, zernudelt, zerrissen und ja, used look hatte der quasi. Und das ist jetzt der von Rossmann. Wenn sie sich einen aussucht, greift sie immer zu diesem pinken hier. Also ich glaube, ich habe den jetzt schon das zweite oder dritte Mal nachgekauft. Finde ich total süß. Und natürlich, auch das ist so eine kleine Macke von Motte, ihre Zahnbürsten. Mussten jetzt aber auch wirklich wieder welche her. Und wie soll es anders sein? Wer mich auf Instagram auch regelmäßig verfolgt, weiß, dass Motte sowas von im Paw Patrol Fieber ist. Nie vorher Interesse für gezeigt und jetzt ungefähr so seit 4 Wochen alles nur noch Sky, ihre Lieblingshündin aus der Serie und total vernarrt, egal wo wir sind. Deswegen kam die einmal mit und wir brauchten eine neue Zahnpasta. Und da muss ich sagen, von der Pflege her, vom Optischen, was ich jetzt gesehen hatte, war es die von Elmex. Das ist die Kinderzahnpasta vom 2. bis zum 6. Geburtstag. Die anderen so putzi und was es nicht alles gibt, da habe ich das Gefühl, die riechen einfach immer nur ganz gut, aber machen halt die Oberfläche nicht wirklich sauber. Und dann wollte ich euch nochmal einen Tipp geben. Die sind nämlich von Rossmann. Heidi hat ja auch eine elektrische Zahnbürste und das ist ProQdent und die passen auf die Oral-B elektrischen Kinderzahnbürsten auf jeden Fall und kosten natürlich viel, viel weniger Geld. Ich hatte das mal in einem DM-Haul auf Insta-Story gezeigt, das waren dann nur 4, 5 Teile, das hätte sich hierfür nicht gelohnt und da haben ganz, ganz viele gefragt, Jule, du bist meine Retterin, gut zu wissen, dass wir die denn kaufen können anstelle diese teuren, also nur so by the way. Hier stand es auch drauf, ganz dick und fett, neu, der HIP Bio Lippenpflegestift. Ultrasensitiv, pflegt und schützt vor dem Austrocknen. Der war jetzt in der Baby- und Kinderabteilung. Ich finde jetzt nicht, dass Kinder regelmäßig sich irgendwie so Lippenpflege auftragen sollten, aber auch unsere Motte hat einfach phasenweise, gerade im Winter, wo wir dann gerne auch die Kinder-Kaufmannscreme benutzen, immer mal wieder rissige, trockene Lippen, so wie das bei uns halt auch ist. Und ich finde den Sundpflegestift ein bisschen besser und wollte das selber für mich auch mal ausprobieren. Ist nämlich auch frei von Paraffinölen, keine ätherischen Öle sind da drin, Gluten frei, keine Farbstoffe, also kein Schickimicki und dafür finde ich es einfach total gut, das mal auszuprobieren. Dann wollten wir mal wieder einen Massageschwamm haben, da hat sich Motte diesen hier ausgesucht. Ich mag am liebsten in der Badewanne oder unter der Dusche halt diese Schwämme benutzen, anstatt das Duschgel so auf der Haut zu verteilen und außerdem holt man damit ja auch so ein bisschen die alten Hautschüppchen runter. Dann haltet euch fest, nicht, dass ihr jetzt vom Hocker fallt. Ganz spannend habe ich mir von Yessa einmal die Slip-Einlagen Komfort eingepackt. Muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen, wieso, weshalb, warum man Slip-Einlagen im Hause hat. Feinschmeckerlis für den Calimero. Das ist jetzt die Marke Winston, also Rossmann mit Rind und Geflügel. 95% Fleisch, ganz very wichtig. Kein Zucker und kein Schnicki-Schnacki drin. Der liebt die Teile. Also falls ihr Hunde habt, müsst ihr die unbedingt mal für eure kleinen Vierbeine ausprobieren. Die werden euch zu Füßen liegen. Von Ebelin kam einmal ein Nagelknipser mit. Gefühlt schon der dritte in diesem Jahr, weil die Teile hier spurlos im Haus verschwinden. Ich kann aber anders meine Nägel nicht kürzen. Klar, ich kann sie mal ein bisschen feilen, aber wenn sie schon so lang geworden sind, ich komme mit einer Nagelschere einfach nicht mehr klar und deswegen muss ich immer knipsen. Und ich kann mir schon denken, wer die Dinger immer verliert, ne, Papa Ralf. Dann habe ich zum allerersten Mal
mal mitgenommen von der Marke Wilkinson's World Eyebrow Styling and Facial Shaving. Gut, dafür brauche ich das jetzt nicht. Ich benutze diese Handrasierer grundsätzlich immer für meine Augenbrauen, gerade an den Tagen, wo es einfach schnell gehen muss und wenigstens die Stoppel für den Moment verschwinden. Allerdings ist es immer sehr kritisch, wenn man das dann zack, zack, zack macht, dass man sich dann auch mal schnell mal verrasieren kann. Das heißt, zack, in die Augenbraue rein, und das ist natürlich nicht so super. Aber Übung macht den Meister, und hier ist jetzt aber extra speziell, und deswegen habe ich mir das ausgesucht, eine Schutzkappe mit bei. Die verkürzt dann die Länge von der Rasierklingel, was dazu führt, dass man das halt viel präziser machen kann. Und ich hoffe natürlich, dass das für mich dann auch funktioniert. Normalerweise habe ich immer die von Rossmann, die finde ich auch ganz gut, die Eigenmarke, welche gar nicht gehen und so stumpf sind, dass man es gar nicht als Rasierer bezeichnen kann, ist die Eigenmarke von DM. Dann habe ich entdeckt ein Ebelin Mikrofaser Reinigungshandschuh. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Ich habe davon jetzt noch nichts gehört, denn das ist für das Gesicht. Nicht für die Fenster oder irgendwelche Flächen. Das ist tatsächlich fürs Gesicht, und was hier drauf stand, hat mich dann zum Kauf irgendwie total animiert. Der Handschuh reinigt gründlich und entfernt schonend Make-up ohne zusätzliche Reinigungsprodukte. Dazu den Handschuh einfach nur mit lauwarmem Wasser anfeuchten. Hört sich ja super praktisch an. Das Motiv mit dem Panda fand ich auch total süß. Das hat jetzt, glaube ich, fast 4 Euro gekostet. Also ich bin mal gespannt, was mich da erwartet. Ich bin ja seit Jahren schon der totale Fan von Fußbutter. Also nicht nur so Fußcremes, die Butters finde ich immer am besten. Und da habe ich mich diesmal für Alverde entschieden. Und zwar ist das Bio-Limette für sehr trockene Haut, ist sogar für Diabetiker geeignet. Aber was ich an der besonders finde, im Gegensatz zu 40 Millionen anderen, sie riecht nicht nach Minze. Ich kann einfach diesen Minzduft nicht mehr ertragen. Ich weiß sowieso nicht, was das an den Füßen soll, denn welcher Mensch möchte, dass seine Füße nach Minze riechen? Das soll vielleicht nur diesen Kühlungseffekt oder so haben. Aber hier riecht es wirklich ganz frisch, limonig, zitronig, und darauf freue ich mich dann auch schon. Meine Mama und ich standen gefühlt am längsten vor dem Augen-Make-up-Entferner-Regal, weil sie auf der Suche nach einem war. Diesen hier in Grün von Garnier. Haben dann aber den mitgenommen. Waterproof, reinigt intensiv, pflegt die Wimpern. Und bei ihr ist halt ganz wichtig, sie ist super empfindlich, was ihre Augenpartie angeht. Und deswegen hat sie halt sonst den Grün immer gehabt, sagt aber jetzt nach Gebrauch, dass der super ist. Und ich hatte den hier entdeckt und wollte den mal austesten von Balea. Für wasserlösliches Make-up mit Aloe Vera, ölfrei, nicht fettend. Und ich bin eigentlich im Gegensatz zu meiner Mama voll der Öl-Fan. Bin mal gespannt, wie das am Auge ist. Stiftung Warntest hat damit gut bestanden. Und für das Geld muss ich das unbedingt mal ausprobieren. Ich persönlich muss wirklich sagen, mir gefällt der Kauf von diesen Baby-Windelbeuteln eigentlich so gar nicht. Das ist so viel Plastik. Und wir wissen ja alle umwelttechnisch, dass das jetzt gerade sowas von unnötig ist und auch nicht sein müsste. Aber zerreißt mich gerne in der Luft. Oder belehrt mich eines Besseren, wie ihr das macht. Ich finde es nur einfach total eklig, wenn ich unterwegs bin und die Mäuse halt eine voll gepupste Windel haben. Und dann mag ich das halt aus hygienischen Gründen und aus Respektgründen auch nicht einfach irgendwo in den Mülleimer schmeißen, dass die Bude dann anfängt zu stinken. Und deswegen für unterwegs habe ich die halt immer dabei. Ich versuche es so gut es geht zu vermeiden, aber ich habe sie trotzdem auch wieder gekauft. Und wenn ihr da wirklich Tipps habt, wie ihr das Ganze umgeht, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, da wäre ich euch sehr dankbar für. Ich habe mir mitgenommen, mal wieder meine geliebte Pflegeserie von Wahre Schätze, das Shampoo, weil die Spülung hatte ich noch zu Hause. Da sage ich jetzt nichts mehr zu. Das ist einfach Porno Deluxe, wie das schnuppert und pflegt. Meine geliebte Palmolive Handseife habe ich zweimal mitgenommen. Das ist die Duftrichtung Sensitive. Das ist mit Aloe Vera. Ist für mich die weltbeste Neuentdeckung in diesem Jahr an Handseife. Ja, sowas soll es geben. Back to the Roots, würde ich mal behaupten, habe ich von Alverde. Wer mir schon ganz lange folgt, weiß, dass das früher mein absoluter Lieblingsconcealer gewesen ist. Und zwar habe ich da genommen die Camouflage 002. Ich brauchte eigentlich für meinen Rasierer den von Gillette, diesen hellblauen benutzt. Ich Rasierklingen. Und als ich davor stand, bin ich fast rückwärts aus dem Regal gefallen, weil die ja so schweineteuer sind. Und dann habe ich mir gedacht, so klug wie ich ja bin, kaufe ich lieber einen neuen Rasierer, weil da sind 2 Rasierklingen drin und kosten weniger als die Hälfte. Habe ich aber daneben den hier von Nivea entdeckt. Und da sind auch 2 Rasierklingen drin, und die Rasierklingen zum Nachkaufen davon kosten
kosten auch nicht weit mehr als 5 Euro. Also da komme ich günstiger bei weg als mit dem von Gillette. Ich kann wirklich von Glück reden, dass ich halt nicht so einen starken Haarwuchs habe, dass ich sehr viel und sehr oft rasieren muss, dass man das halt regelmäßig nachkaufen muss. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ist das einfach immer sehr, sehr teuer. Deswegen probiere ich den jetzt aus und bin sehr, sehr gespannt, ob mir der gefällt, so vom Rasieren halt her. Dann habe ich mitgenommen von Catrice aufgrund des Neuschild der Liquid Camouflage Under Eye Primer. Das ist ein seidiger, feuchtigkeitsspendender Primer als ideale Grundierung für den Concealer. Reduziert optisch feine Fältchen und perfektioniert den Auftrag des Concealers unter dem Auge. Und ich werde ja auch nicht mehr jünger und habe das halt immer mehr, dass ich diese Fältchen unterm Auge habe, wo sich natürlich das altbekannte Frauenproblem immer absetzt, der Concealer. Und dann sieht das immer so komisch aus. Probieren geht über Studieren, würde ich mal behaupten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Für unter 2 Euro kann man ja nichts falsch machen. Und wenn es funktioniert, umso besser. Meine Mama, besser bekannt für euch unter die Omi, hatte mich gefragt, ob ich ihr eine getönte Tagespflege empfehlen kann. Und ich bin ja der absolute Fan von Garnier. Das ist die BB Cream. Sie hat jetzt Medium genommen, weil sie natürlich auch von der Sonne schön braun geworden ist. Ich habe hingegen die helle Variante, benutze ich auch immer mal wieder, aber auch gerade jetzt passt es vom Farbton überhaupt nicht zu mir. Aber das hat sie sich gekauft und ist ultra zufrieden. Ich sehe gerade, hier sind 2, 3 Sachen von Omi mit dabei. Sie hat sich nämlich noch ausgesucht von L'Oreal Elvital Dream Length Achieve Spülung. Intensive Reparatur für langes, brüchiges Haar, ohne Einwirkzeit, sogar tägliche Anwendung. I don't know, kann ich euch nicht zu sagen, aber Omi mag allgemein die L'Oreal-Produkte für ihre Haare sehr gerne. Dann hat sie sich noch mitgenommen von Essence, was haben wir hier? Ein Waterproof Mascara oder was ist das hier? Aber ich meine, sie hatte mir schon erzählt, dass sie sich verkauft hatte. Es gibt wohl so einen ähnlichen oder einer, der fast genauso aussieht. Und für ihr Badezimmer hat Omi sich einmal von Balea die Sensitive mitgenommen mit Aloe Vera. Ich glaube, da hat sie gar keinen speziellen Favoriten. Da greift sie immer das, wonach sie, glaube ich, gerade Lust hat. Und das ist das hier geworden. Und jetzt kommen eigentlich nur noch ein paar Haushaltssachen und dann war es das. Gerade erst im Alles-Alle-Alle-Video, glaube ich, gezeigt. Meinen heißgeliebten Fettentferner von der Marke Frosch. Ich glaube, den verwende ich jetzt schon seit über 10 Jahren, seit ich aus dem Haus ausgezogen bin. Der ist kraftvoll gegen Fett und Schmutz, sogar für Backofen und Grill. Das habe ich allerdings noch nie ausprobiert. Aber einige von euch hatten geschrieben, dass sie das gemacht haben und auch super gut funktioniert. Das ist jetzt die Duftrichtung Grapefruit und für mich der allerbeste. Gibt es auch noch mit Soda, das ist jetzt nicht so meins. Und dann musste unbedingt wieder mit, weil er leer geworden ist, von Dr. Beckmann der Putzstein. Das ist so ein Teil, das könnt ihr für alles benutzen und alles wird wieder sauber. Reinigt, poliert, schützt in einem Arbeitsgang, vielseitig und kraftvoll mit Abperleffekt. Haben wir immer in unserem Haushaltsschränkchen. Ich will sowieso demnächst mein Haushaltsfavoritenvideo drehen. Dann habe ich einmal für unsere Geschirrspülmaschine die Denk mit Spülmaschinenreiniger mitgenommen. Beziehungsweise die hat Omi entdeckt. Ich hatte erst dieses Flüssigzeug. Das beseitigt Fett, Ablagerungen und Gerüche. Und weswegen wir uns hierfür entschieden haben, war, man muss keinen extra Leerlaufspülgang machen. Das heißt, man kann es mit ins Geschirr packen. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Und für die Waschmaschine kam einmal von Sacrotan mit Hygienereiniger 5 in 1, entfernt Bakterien, schlechte Gerüche, Kalk, reinigt unzugängliche Stellen und eine anhaltende Frische. Und daran müsst ihr mal riechen. Ich finde allgemein, dass diese Maschinenreiniger total eklig, ja, stinken. Und der riecht richtig gut. Also wie so ein leckeres Putzmittel, wenn man das so behaupten kann. Habe ich auch vorher in der Farbe, dieses Grüne, noch nie gesehen. Meistens sind die ja immer so blau, ne? Das Produkt habe ich das allererste Mal in meinem Leben gekauft. Und zwar von Dr. Beckmann Fleckenteufel. Rost und Deo sowie Schweiß. Wobei es bei uns in erster Linie um den Rost geht. Denn Papa Ralf hat natürlich, wer kennt es mit den Männern, die Probleme, die Taschen nicht zu leeren. Und ich habe es dann auch nicht kontrolliert. Und dann war ein 2-Euro-Stück gefühlt 24 Jahre in der Waschmaschine, bis wir das dann endlich geschnallt haben, warum immer so komische Flecken auf den Sachen sind. Davon sind leider ein paar versaut. Danke, Papi. Und deswegen versuchen wir es hiermit jetzt nochmal einmal und hoffen, dass die Teile, die wir nicht hingekriegt haben, es jetzt noch überstehen werden. Habe ich euch auch schon 100 Milliarden Mal gezeigt. Unsere geliebten Denk mit Farb- und Schmutzfangtücher. Bei jedem Waschgang kommt immer eins mit rein und seitdem, toi toi toi, hat nichts mehr gefärbt.
Und hierfür bin ich euch sowas von dankbar. Den Tipp habt ihr mir gegeben. Wann habe ich euch das erzählt? In einem Family Vlog, als ich die Babysachen rausgekramt habe und da so viele Sachen vergilbt drin sind, obwohl sie luftdicht verschlossen waren. Keine Ahnung warum. Mami Blog hat dazu ein Video gemacht. Ich verlinke euch das gerne mal unten. Und da habt ihr geschrieben, sie hat die reine Zitronensäure genommen, mit Wasser gemischt und so weiter und so fort. Und es ist alles rausgegangen. Ich habe mir das Video angeguckt, bin vom Stuhl gefallen und deswegen habe ich das mitgenommen und werde das definitiv ausprobieren. Und hoffentlich funktioniert es auch wirklich bei uns. Dann habe ich einmal total süß den Putzboy mitgenommen. Glas-Keramik-Schaber mit zwei Ersatzklingen. Wir haben sonst immer den von Rossmann. Das ist Domol Eigenmarke oder so. Der hat aber keine Schutzkappe, was der hier hat. Das alleine hat mich schon zum Kauf bewegt, weil ich das halt einfach aus sicherheitstechnischen Gründen viel, viel besser finde. Und zu guter Letzt habe ich sowas schon gefühlt mein ganzes Leben gesucht und jetzt gefunden und bin so glücklich über eine, Achtung, Trommelwirbel, eine Kochlöffelablage. Und ich glaube, ganz, ganz viele da draußen können es nachvollziehen. Egal wann ich koche, ich habe immer dieses Problem mit den Küchenutensilien, ob es jetzt ein Löffel ist oder ein Rührbesen, was auch immer. Wenn man in den Soßen war oder im Essen, legt man das irgendwo hin und dann sind überall immer diese Tropfen. Und dafür ist das hier gedacht. Das heißt, man packt es, wie auf der Verpackung schon zu sehen, hier rein und dann ist dieses Teil erhöht, dass die ganzen Soßenreste und so darauf gehen und nicht mal auf unseren Küchenarbeitsplatten oder auf dem Ceranfeld landen. Und von daher musste das mit und ich hoffe, das funktioniert auch so, wie ich mir das vorstelle. Das war der XXL-Haul und ich hoffe natürlich, für euch war der ein oder andere Tipp mit dabei und noch viel mehr hoffe ich, dass ihr mir eben helfen könnt für eine Alternative, was die blöden Plastik-Windbeutel angehen. Ansonsten hoffe ich natürlich, euch hat es Freude gemacht zuzuschauen. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen lieben Dank für eure Zeit, für die Daumen nach oben, für euer Feedback, die Kommentare, für alles einfach. Wir sehen uns in 2-3 Tagen spätestens wieder. Macht es gut und bis bald. Tschüss!